Herzlich willkommen zurück bei Memoria in der Halle der eiskalten Kuscheldirnen. ich sitze hier schon seit einer Viertelstunde und gucke mir dieses wunderschöne Bildnis an. Hier sind ja noch mehr Statuen, die scheint auch nackig zu sein. Nein, das ist ja hier, das ist Edna. Und die hier ist von Deponia. Und sie hier kann ich nicht jetzt wirklich erkennen. Ist das Rufus? Nee, Rufus ist das nicht. Das scheint irgendeine andere Oma zu sein. Ich weiß es nicht. So, haben wir denn hier jetzt schon alles gemacht? Ich habe ja eine Aufnahmepause gehabt. Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß? Vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Tja, das könnte ja unser Stab sein. Dann ist das gar kein Dämon, der in dem Stab da drin ist. Guck an, welch neue Neuigkeit. Das ist ja mal Hammer. Na, oder ihr Stab. Jedenfalls ist der Garten des Vergessens ja tatsächlich unsere aktuelle Mission. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Das ist ja nicht viel. Aber vielleicht erfahren wir ja von dem Stab noch mehr. Wenn unsere kleine Prinzessin nicht immer noch beleidigt ist und mit dem nicht reden will. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte, auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden. Und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Tja, wenn der sich mal da nicht täuscht. Satinavs Ketten, Hallöchen. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Ihr könnt die Seite haben, wenn ihr wollt. Danke. Na gut, ein Kreis mit einem Strich. Um die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr draus macht, ist ganz allein eure Sache. Ja, da hat er wohl nicht ganz Unrecht. Die wahre Macht der Maske, was kann sie denn nun? Nur einzelne Personen willenlos machen? Ich glaube, da muss noch mehr sein. Es heißt, im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihre Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen
Oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Haha! Oh ja! Oh ja, das tut es. Es gibt nicht wenige, die für so eine Macht morden würden. Das stimmt wohl auch wiederum. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Tja, aber vielleicht ist ja hier unser Kalif bin Yalif ein Magier. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende. Ich dachte, Satinav wäre auch eine Art Gott. Aber wenn er eine Legende ist in Aventurien, tja, der Wächter der Zeit, dann werden das wir wohl... Das soll mir vorerst reichen. Versuchen, einen Tintenkiller... Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Balakars, richtig? Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Nicht schlecht. Dieser Bibliothekar bzw. dieser Weise ist tatsächlich relativ weise. Und scheint derjenige mit dem meisten Verstand hier zu sein. Denn nicht mal unsere Prinzessin scheint so objektiv zu sein, dass sie ihren Weg klar vor sich sieht. So, der Stab. Sollten wir nochmal versuchen, mit ihm zu reden. Wir wissen jetzt inzwischen, wer er ist. Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja. Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Schlau. Schlau gemacht. Yes, wir dürfen wieder zaubern. Ich fass es nicht. End- oder Versteinern? Ganze Personen können wir ja nicht versteinern. Aber wir können jetzt endlich eine Vision schicken. Unserem Erzadepten. Und zwar, was wollte er fühlen? Ah, da muss ich nochmal, das ist jetzt schon so lange her. Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Okay. Kaltes Fleisch und Tod. Wir müssten eigentlich ja jetzt irgendwas Warmes haben. Und Licht, aber wir könnten vielleicht sogar als Vision auch die Finsternis schicken. Könnte das nicht sein? Wieso sind unsere Zauber wieder weg? Muss ich jetzt den Stab anfassen? Ja, natürlich. Ist ja klar, ich muss den Stab anfassen. Den Stab! Vision schicken. Erzadepten. So, kann ich jetzt... Ah, ich kann nicht in mein Menü. Kristall. Die Sphäre. Die Maske.
Besen. Teetisch. Vielleicht ist Tee bzw. Herd ist doch warm. Also, sollen wir jetzt die Maske zu Licht werden lassen oder die Sphäre zu Dunkelheit? Der Dunkelheit scheint ja nicht zu funktionieren. Deshalb würde ich mal sagen, Wärme. Maske. Und Licht. Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Dammit. Das war wohl nix. Schade, dass wir dieses Licht nicht benutzen können. Wenn ich mich da richtig entsinne. Aktivieren, deaktivieren. Kann ich das vielleicht auch machen? Das geht wohl nicht. Da sagt er irgendwas. Nee, kann er nicht oder so. Das leuchtet nämlich hier immer das Auge von dem Stab. Was könnten wir denn noch? Steingesicht. Wir könnten das Steingesicht entsteinern. Der Zauber wirkt nur... Naja, das stimmt natürlich. Nur auf Lebewesen und das nur auf kleine Lebewesen. So rum war das ja. Also, Vision schicken, Erzadept. Dieses Licht hier wird nicht davon betroffen. Die Maske. Jetzt nehme ich nochmal Wärme. Und vielleicht einen Kristall als Licht. Glaube ich aber nicht. Vielleicht müssen wir auch noch erstmal woanders hingucken. Und das ist noch nicht der richtige Weg. Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiert, mit der Maske ver... Tja, anscheinend werden die Visionen, die ich dem schicke, so gar nicht angesprochen. Ich habe auch kein Eis hier oder so, das ich verwenden könnte. Oh, was ist denn hier los? Hier haben wir noch einen Raum, den wir noch gar nicht betreten haben. Ach, guck an. Das sieht ja nett aus hier. Ist ja wunderschön. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Hey! Hey! Hallo! Hallo! Satya al-Kibir! Hey! Ein unterirdischer See. Ach was, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Danke für diese Statements immer wieder, die so viel Informationen bringen. Ich spüre ein Schlagen, wie einen Herzschlag. Also etwas Lebendiges. Können wir das vielleicht mit dem Kelch? Nein. Ja, okay. Ich wollte nur fragen, verdammte Axt. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Okay. In welchem Raum war das? Bestimmt in der Bibliothek. Da war die große Statue, die mir so gefallen hat. Guckt sie euch an. Eine Eisstatue. Vielleicht können wir hier Eis wegnehmen. Wir bräuchten ja was Kaltes. Sie ist eiskalt. Ja, das stimmt. Aber das hilft uns nicht weiter, denn hier ist jetzt momentan niemand. Aber das Buntglasfenster ist hier. Sie schimmert strahlend sauber. Moment, hier ist eine merkwürdige Aussparung. Aussparung. Ach, guck an. Das ist doch, vielleicht ist das hier das andere, was wir brauchen für unten. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Ja, natürlich. Hier ist eine merkwürdige... Tja, aber was machen wir denn jetzt damit? Den Kelch können wir auf gar keinen Fall da verwenden. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch kein vollständiges Siegel. Ja, aber das da unten... Hier ist eine merkwürdige... Da unten in dem Bereich, da ist doch das zweite Siegel. Vielleicht also kommen die einfach beide zusammen zum Untergrundsee. Können wir denn hier drauf die Zeichnung anwenden?
Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Ja, zerflick's nochmal. Ach, dammit. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch hier raus. So, in die Ratshalle. Das Siegel hatten wir doch hier schon mal gesehen. Wusste ich's doch. Ah, guck mal an. Das hier ist das Symbol, was wir eigentlich suchen. Das wird niemals gehen. Wieso nicht? Es ist merkwürdig warm. Es hat die Form der Maske. Aber das ist doch genau das Ding hier. Auf dem Papier ist nur ein Teil zu erkennen. Aber dieser Geweihte sagt, wer das ganze Symbol findet, der wird auch den Garten des Vergessens finden. Ja, das ist mir ja alles klar. Lieber nicht. Lieber nicht. Es ist nur ein Teil des Siegels. Wir müssen irgendwie, diese Aussparung, die müssen wir irgendwie ausbrechen oder so. Und nach unten verfrachten. Diese Symbole sind ja nun eindeutig. Hier ist eine Ich kann aber auch hier nichts machen. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch kein vollständiges Siegel. Ich das hasse, wenn man so ganz nah dran ist und trotzdem nicht zu Rande kommt. Diese Runen. Ja, Feuer, was ist das hier? Das ist das Symbol für Luft. Das ist das Symbol für Eis. Dieses Symbol steht für Wasser. Das müsste das Symbol für Erd sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Tja, das sind ja alles Sachen, die uns jetzt nicht direkt weiterhelfen, habe ich das Gefühl. Bin etwas ratlos. Wieder mal. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Erst muss ich diesen Garten finden. Ja, ist ja schon gut. Aber wohin soll ich nur? Hier unten scheint doch das eigentlich das richtige, also das Gesamtbild zu sein. Ach, guck mal an, hier sind auch wieder 6 von diesen Dingern. 7 Runen sind darauf eingraviert. 7, meinte ich ja. Da hab ich doch gesagt. Ich habe doch 7 gesagt. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre es ganz deutlich. Wir sind hier genau im Zentrum von Draconia. Da sind auch wieder die Elemente, werden hier angezeigt. Hey! Psst, sonst wächst du noch den Geist auf. Sie kümmert sich um die Pflanzen. Ich möchte ganz gerne den Geist aufwecken. Mal gucken, was passiert. Dann kann ich mir wenigstens wieder mit irgendjemandem reden. Ach, guck an. Hey! Kasim! Er ignoriert mich. Unverschämter Flegel! Dass ich ihn ausgerechnet hier wieder treffe. Von mir aus kann er in diesem Loch verrotten. Ach, guck an, hier sind wieder die 6 Dinger hier. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Okay. Der Geist hat ein Symbol zum Erscheinen gebracht. Nahe der Wand spielt ein weiterer Luftgeist. Seine Nähe hat eine Rune zum Erscheinen gebracht. Tja, die Luftrune, wie es aussieht. Und dieses Sechseck, beziehungsweise diese 6 Ecke, diese 7 Sechsecke, sind ja genauso wie das Ding unten in dem... Das ist nicht das Maskensymbol. Nee, das ist es nicht. Sondern das ist da unten in dem verdammten Ding drin und ich weiß nicht, warum du darauf nicht reagierst, wenn ich das da hinhalte. Da sagt sie einfach nur nein. In der Ratskammer. Wo ist die Ratskammer? Hier unten.
Hier, das ist doch eindeutig das Siegel. Und da reagiert die einfach nicht drauf. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ja. Du bist ja schlau. Na gut. Es stehen hier so einige mysteriöse Sachen in Frage. Und ich weiß momentan nicht so wirklich weiter. Ich habe auch dieses Symbol sonst nirgends gesehen. Zumindest nicht in... Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Außer jetzt eben in der Ratskammer. Ich meine, ich kann noch mal zu den verschiedenen Bereichen gehen. Zum Beispiel fällt es mir hier irgendwo auf. Auch nicht wirklich. Ob wir diese Zeichnung in irgendeiner Weise als Vision dem Adepten schicken können, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich brauche auf jeden Fall die Maske. Und im Untergrundsee finde ich diese... Wahrscheinlich muss ich von oben irgendwie mit einer gewissen Lampe oder irgendwas dieses Ding, diese Aussparung hier hinunter projizieren. Das könnte ich mir vorstellen, aber eine Lampe habe ich ja nicht. Zumindest nichts, was ich jetzt als Lampe verwenden könnte. Und hier sehe ich auch nirgends etwas. Irgendwas hat es hier mit auf sich, glaube ich. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, was es damit auf sich hat. Das bringt mich nicht. Denn das, was ich jetzt momentan hier so habe, das bringt mich alles nicht weiter. Das bringt mich nicht weiter. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.